Was geht, Leute? Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Top 5 Schuhe für breite Füße. Für schmale Füße gibt es schon ein Video. Wenn ihr es sehen wollt, einfach mal hier in die Infokarte klicken. Auf dem 5. Platz habe ich den Umbro Medus gepackt. Der ist wirklich geeignet für breite Füße in der Laceless-Variante. Und dort kommt man auch klar, wenn man breite Füße hat. Also wenn man einmal rein drin ist, hat man einen sehr guten Sitz. Der Schuh dehnt sich auch sehr gut aus nach der Zeit und hat ein exzellentes Ballgefühl. Der Lockdown ist okay, also eigentlich ziemlich in Ordnung, wenn man sehr breite Füße hat. Mit schmalen bis mittleren Füßen kommt man hier aber nicht zurecht mit dieser Laceless-Fassform, weil der Schuh eben für breite Füße ausgelegt ist. Der 4. Platz geht an den Adidas Copa in der neuen Version. Da muss ich natürlich sagen, dieser Schuh ist eher so für mittlere bis breite Füße ausgelegt, da die Passform nicht ganz so breit ist wie zum Beispiel beim Umbro-Schuh. Aber man muss sagen, nach der Zeit dehnt sich das Ledermaterial gut aus, was sich natürlich ein bisschen auf die Haltbarkeit auswirkt. Wenn ihr diesen Schuh gut pflegt, kommt ihr aber auch lange damit zurecht und er ist schon für breite Füße geeignet. Für die allerbreitesten Füße aber vielleicht nicht. Dasselbe gilt auch für den 3. Platz, und zwar den Nike Phantom Venom. Für ganz breite Füße ist dieser Schuh nicht optimal, aber für breite bis, ja, mittelbreite würde ich jetzt mal sagen. Denn dieser Schuh bietet eigentlich alles, was man von einem Fußballschuh haben will. Guten Grip, Unterstützung durch Zonen, direktes Ballgefühl, guter Lockdown, gute Stabilität und auch die Sohle lässt nichts zu wünschen übrig. Aber das einzige Problem, was ihr vielleicht habt, dieser Schuh ist am Anfang sehr steif und braucht ein bisschen, bis er weicher wird und eingelaufener wird. Trotzdem, Schuh für breite Füße. Der 2. Platz geht an den Adidas Nemesis, und zwar einfach, weil er wirklich sehr, sehr breit ist und sehr, sehr flexibel. Das heißt, ihr könnt ihn auch gut einlaufen, er weitet sich dann auch nochmal ein Stück. Das heißt, mit sehr, sehr breiten Füßen könnt ihr gut auf diesen Schuh zurückgreifen. Das einzige Problem, was ich habe, er hat nicht die perfekte Stabilität, aber ja, Messi kommt mit diesem Schuh auch gut klar. Also wenn Messi damit klarkommt, solltet ihr auch damit klarkommen, hoffentlich. Platz 2 für den Adidas Nemesis. Jetzt kommen wir zum 1. Platz. Und zwar ist das ein Schuh, der mich echt überrascht hat, der für mich der beste Fußballschuh von den Eigenschaften ist. Ich kann ihn leider selber nicht tragen, weil er mir zu breit ist. Und zwar ist das der Puma Future, der neu rausgekommen ist. Die Passform ist extrem breit, also breiter als jeder Schuh, den ich bis jetzt gesehen habe. Man sieht das allein schon, also da kommt man wirklich echt mit schmalen Füßen doppelt rein, würde ich sagen. Also ich könnte ihn wahrscheinlich mit beiden Füßen als einen Schuh anziehen. Trotzdem ist dieser Schuh ein perfekter Fußballschuh, denn er hat eigentlich auch wieder, wie der Phantom Venom, alle Eigenschaften, die man braucht. Direkten Touch, super Ballgefühl, Grip ist da, der Lockdown ist da, das Material ist nicht zu steif, wie zum Beispiel beim Phantom. Und dadurch ist es eigentlich der perfekte Fußballschuh. Nur er ist halt extrem breit, was ihn zu Platz 1 in dieser Liste macht. Das war Talk Football. Schreibt doch gerne eure besten Schuhe für breite Füße in die Kommentare oder den Vorschlag für die nächste Episode. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.